Ich glaube, ich kriege hier einen Anruf. Kleinen Moment mal bitte. Bruh. Ja, schönen guten Tag, Oberarzt Dr. Denno hier im Apparat. Schönen guten Tag, Peter Meyer hier am Telefon. Schönen guten Tag, Peter Meyer. Ich habe wieder eine Operation für Sie. Ja, wissen Sie, ich muss da mal mit Ihnen über etwas sprechen. Ich habe gesehen, es wird eine Stelle zum Chefarzt ausgeschrieben. Sie wissen ganz genau, wie es ist. Ich habe da sehr großes Interesse dran, neue Ärzte auszubilden. Ich habe bewiesen mit meiner Ruhe in den OPs, mit meiner Geduld, dass ich das definitiv drauf habe. Und ich glaube, dass wir da mal drüber sprechen müssen. Da können wir gerne drüber sprechen, aber Sie müssen auf jeden Fall erstmal die OP durchziehen. Okay. Die OP ist aber etwas geheim. Eine geheime Operation? Ja, ganz genau. Was soll das denn jetzt schon wieder für ein Käse hier? Ey, ich bin in einem Krankenhaus, wo ich einfach Leute operieren soll. Ich bin letztens im Weltraum gewesen. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Sie müssen wieder in den Weltraum, Dr. Denno. Ich soll nochmal in den Weltraum hoch? Ja, leider. Nee, komm. Komm, nee. Ehrlich. Sie wissen doch, wie das läuft. Sie sind der Einzige, der das kann. Ja, alles klar. Ich mache Ihnen folgenden Deal. Ich ziehe die Operation heute durch und dann werde ich stillschweigend zum Chefarzt befördert. Ist das klar? Und dann bleibt der Bums auch. Das machen wir so. Gut, alles klar. Perfekt. Ja, ja, ich mache mich bereit. Freut mich Let's auf go. Jeden Fall. Let's go. Let's ja, go. Wir gehen hoch. Junge, schon wieder so eine Kacke, Alter. Ah, wir müssen ja, glaube ich, nochmal den Laser aktivieren. Definitiv. So, Laser ist auf jeden Fall am aktivieren. Digga, was geht denn hier ab? Digga, was geht denn hier ab? Hey! Der Laser! Oh mein Gott! Ah! Hallo? Oh, scheiße, Mann, wo bin ich denn gelandet? Digga, wo bin ich? Was ist das denn hier? Ich habe irgendwo mal eine Zahl gelesen auf einem Videotape. Da ging es um so ein Ding in Area 51. Das wird wohl die Zahl gewesen sein. Was geht denn hier ab? Alter! Was ist das denn hier? Leute, kriege ich hier irgendwie eine Funk? Ist hier überhaupt jemand? Alter, was soll ich operieren? Ey, ganz im Ernst! Ich weiß, als Arzt muss man operieren, was man operieren muss. Aber ich operiere doch kein Alien, Alter! Ich kann doch kein Alien operieren! Oh, Digga. Ich brauche hier erstmal ein bisschen Diazepam. Aber ganz dringend. So, komm her. Junge, ich weiß nicht, Alter, wenn der Typ... Jo, Digga, hier, nimm mal Tablette. So, wir gucken erstmal. Hey, Junge! Geht's dir gut oder was? Bist du da? Ey, bist du da oder was? Okay, Leute. Hallo, bist du da? Hallo! Digga, was hat er eigentlich für Riesenaugen, Mann? Guck dir mal seine Nase an. Ey, wenn ich so eine OP hab, ne? Ganz ehrlich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Hier, an die Spieleentwickler. Junge, was ist das da in den Gläsern, Alter? Digga, sind das die Elemente von Avatar oder was? Okay, Leute. Wir gehen die Operation ganz sutsche an. Wir nehmen hier erstmal den Galvanisierungskreuzdreher-Dingsy. Und gucken erstmal. Digga, aber das ist doch kein Brustkorb mehr, Mann. Okay, wir machen hier erstmal ein bisschen Alarm, oder? Alter, das Ding ist aber sehr schwergängig. Okay, wir haben hier schon die erste Blutung. Gibt's hier überhaupt eine Spritze? Alter, Leute, keiner hat gesagt, als ich meine Karriere als Arzt angefangen habe, dass ich hier mal einen Alien operieren muss. Ganz im Ernst. Oh, Digga, das... Oh, nein, ey. Ja, ja, ja. Ja, Leute, aktuell läuft's ja ganz gut. Oh, scheiße, du. Alter, bleib mal locker jetzt. Ganz locker bleiben. Ja, Alter, nee. Schmeiß das weg, komm. Das Ding brauchen wir nicht mehr. Wir müssen erst mal gucken, Digga, wie wir den ganzen Bums hier jetzt angehen. Man muss ja die OP so nehmen, wie sie kommt. Alles klar. Machen hier erstmal ein bisschen was auf da. Komm, Alter. Jetzt hämmer das Ding doch mal da raus jetzt. Okay, es bringt alles nichts. Es bringt alles nichts. Wir haben schon eine deutlich erhöhte Blutung hier. Von diesem... ist das überhaupt noch ein Patient, Alter? Ist das überhaupt noch ein Patient? Da sehe ich auf jeden Fall kleine Einschnitte schon. Wir nehmen da... Oh ja, das hat gut funktioniert, Leute.
Ich weiß nicht, was das ist. Wir operieren hier einfach mal alles aus diesem Alien-Käse raus. Komm, Junge. Komm da rein da jetzt. Ah, jawohl. Leute, hat gut geklappt. Die Blutwerte sehen auf jeden Fall kritisch aus. Ich glaube, das hier ist meine schwerste OP, die ich jemals hatte. Okay, okay, wir sind drin. Da noch ein bisschen. Ah. Alter, wer ist er denn? Dicker! It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuck, Mann, hier ist eine Alien in meiner Hand! Hier ist eine Alien in meiner Hand! Oh, oh Gott, weg mit dem Ding! Alter, spül das raus in die Galaxis, Mann! Raus damit! Was ist das hier eigentlich? Raus da! Oh, Junge, ey, sind das eigentlich drei Finger, oder? Digga, was ist das denn? Okay, pass auf. Wir nehmen jetzt den entspannten Laser auf jeden Fall. Ey, diese Operation, die ist richtig busted. Jawohl, seht ihr? Ich war drin und wieder draußen, Leute, auf ganz entspannter Basis. So, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal da den Dingsdarm rausschneiden. Digga, ist das überhaupt ein Darm, Alter? So, was ist er denn hier? Kriegen wir das Ding hier irgendwie raus? Yo, wir haben ihn raus. Das ist gut. Okay, was auch immer das sein soll. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir... Digga, mach das Glas kaputt. Lass das Glas kaputt machen. Ich pack das Ding jetzt einfach... Jawohl. Ich hoffe, es ist das hier. Ich hoffe echt, es ist das. Wir packen das Ding einfach mal in den Körper rein. Komm. Es ist das nicht. Das ist das nicht. Leute, das ist das nicht. Ey, das ist das nicht! Ja, gut. Operation hat leider nicht so ganz geklappt. Müssen wir uns wohl den Ersatz-Alien holen? Leute. Ey, wir haben 30 Grad. Ich schwitz wie Hulle. Uff. Ja, Leute, also, ne, ihr seht, man wird nicht einfach so zum Chefarzt in dem weltbesten Krankenhaus. Oh. Den Gobble-Chefed. Okay, pass mal auf, Alter, den Drei-Finger-Dingsbumsi hier, den reißen wir erstmal raus. Junge, willst du mal deine Eingeweide essen oder was? Hier, komm, lass dir schmecken, Bruder. Alles klar, weiter geht's. Ich hoffe, dass der Kreissägenbohrer hier jetzt... Ja, Leute, das sieht gut aus. Okay, wir gehen hier erstmal ran. Sehr schön, hier haben wir schon mal einen Teil der, Brustkorb, So, hier unten machen wir auf jeden Fall auch nochmal auf. Da müssen wir auf jeden Fall aufmachen. Das Ding ist relativ komplex, Leute. Und ich will ja auch nicht umsonst, Ausbilder werden. Leute, das wird auf jeden Fall ein heißes Teil. So, Alter, Leute, es sieht so aus, als wäre hier, einiges auf jeden Fall zu lösen. Wir haben null Blutung. Null. Na, das kriegen aber auch nur wieder die absolut besten Ärzte hin. Pass mal auf. Wir gehen jetzt erstmal ran auf entspannter Basis. Nehmen uns erstmal hier ein Skalpell in die Hand. So, das Ding ist locker. Hier, denke ich, kommen wir auch nochmal ganz gut durch. Das Ding haben wir auch entspannt gechippt. So, hier, das wird ein bisschen schwieriger. Das wusste ich schon. Okay, das passt. Ist doch nicht schwer. Das Ding lebt dieses Mal anscheinend nicht. Ist okay. Kann man nehmen und schmeißen wir direkt weg, raus in den Weltraum. Hier nehmen wir nochmal das Skalpell auf entspannt und schneiden hier nochmal rein. So, das Ding haben wir gelöst. Alles gut. Jetzt gehen wir hier ran. Müssen wir echt aufpassen, Leute. Jawohl. Das Teil haben wir auf jeden Fall raus. Ich weiß doch nicht, was der Gobble-Shaft ist. Es kann sein, dass der Gobble-Shaft das Teil ist. Ich weiß nicht mal, was ein Gobble-Shaft bedeuten soll, Mann. Also so gut kann ich jetzt auch nicht Englisch, dass ich hier Alien-Körperteile verstehen kann, Leute. Das muss ich ehrlich dazu sagen. Aber wir tasten uns ran. So, wir werden das Ding hier auf jeden Fall nochmal reinschippen. Ich in der Hoffnung, dass es das auf jeden... Der Sweat war leicht da, komm. Lass es doch einfach jetzt das Ding sein. Lass es einfach jetzt das Ding sein. Es ist doch drin. Ja, das war es wohl nicht. Alles klar, Leute, dann gehen wir halt weiter. Müssen hier mit dem Kreisrasierer einmal, zack. Oh, Leute, vorsichtig. Der Gobble-Shaft. Den nehmen wir uns jetzt. Perfekt. Und donnern den hier mal so irgendwie oben drauf mäßig so. Weißt du echt nicht, wie man das Teil installiert, Mann? Okay, ich krieg das hin. Das ist doch, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht, Mann. Okay, was haben wir da noch? Oh, Leute, wir haben da noch irgendwas Rotes. Alter, was ist denn das da unten rechts im Glas drin? Okay, scheint so, als müssten wir tatsächlich noch... Oh, leck, Digga. Dieses Gerät ist ja wohl gemeingefährlich. Ja, Leute, in der Operation keine Panik. Ich habe nur noch zwei Skalpelle. Ist okay, ich kann das nehmen, okay. Ich darf das Ding jetzt nicht mehr loslassen. Wir müssen das Ding jetzt absolut sauber chippen. Wir haben schon eine relativ hohe Verlustrate.
Wenn die so weitergeht, bleiben uns noch ungefähr 5 Minuten. Hier haben wir einen Schnitt gemacht. Das ist erstmal in Ordnung. So, da jetzt noch ein Schnitt. Komm her. Sauber. Leute, die Blutung ist noch stabil. Einer fehlt noch. Komm. Komm jetzt. Jawohl. Wir haben das Ding raus. Ey, wenn es das jetzt nicht ist, Digga, guck dir das Teil mal an. Junge, was ist das denn? Leute, das muss er doch sein, oder? Das muss er doch sein. Das muss er doch sein. Komm, bitte. 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 Ist also... Oh mein Gott! Ich hab diese Operation geschafft. 43 Minuten, Alter. Oh. Oh, Digga, ich will gar nicht. Junge, diese Handschuhe sind richtig nass. Alter, da hängt... Ich glaube, das ist mein... Das, was ich getrunken habe, die letzten 2 Stunden, ist alleine nur in diesem Handschuh drin. Leute, das war's mit der letzten Folge vom Surgeon Simulator. Ich bin offiziell Chefarzt. Das heißt, ich bilde ab jetzt Ärzte aus. Da sehe ich mich. Leute, bald kommt der zweite Teil raus, Ende August. Den zocken wir natürlich auch wieder mit den gleichen Bedingungen. Und dort wird euch was Großes erwarten. Das war ein richtig tolles Projekt. Da steckt viel Herz und Liebe drin. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Mit diesem Projekt bin ich auf meine ersten 1000 Abonnenten gekommen. Etwas ganz Besonderes für mich. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die die Folge und die ganze Playlist bis zum Ende geschaut haben. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Falls euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Ihr könnt nochmal abonnieren, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Kuss geht raus. Dr. Denno out.